Herzlich willkommen auf dem Kanal von slowjuice.de. Mein Name ist Sebastian und ich möchte heute hier diese Box auspacken. Da befindet sich der Kuhwings CS700 drin. Das ist ein professioneller Whole Slow Juicer, also ein Entsafter, wo man ganze Früchte, ganzes Gemüse hineintun kann, ohne es klein zu schneiden. Und ihr könnt mit dem Gerät 24 Stunden ununterbrochen arbeiten. Also speziell vielleicht auch für Leute gedacht, die vielleicht einen Juicebar haben, die ein Restaurant haben, aber auch für den Privatgebrauch. Und wir möchten euch jetzt einfach das Gerät vorstellen. So, ich habe jetzt hier das erste herausgepackt. Hier haben wir also ein Rezeptbuch auf Englisch. Also wer von euch gut Englisch versteht, kein Problem. Hier habt ihr verschiedene Rezepte. Könnt einfach nachmachen, die Rezepte. Hier auch sehr hochwertig mit so einem Ringordner hier. Dann haben wir hier die Bedienungsanleitung. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Hier haben wir noch eine kleine Anleitung, was man alles in den Entsafter hineintun kann und ob man es vorher präparieren muss. Zum Beispiel hier bei Karotte soll man klein schneiden. Hier Leafy Greens, also alles, was faserhaltig ist, soll man auch in kleine Stückchen schneiden. Genau, Obst kann man als Ganzes reintun, ist kein Problem. Und die Kerne rausmachen, die Stiele entfernen. Genau, und hier noch die Schale abmachen von Melone, Ananas. Also wer sich nicht ganz sicher ist, wie er was in das Gerät hineintun soll, der sollte sich hier dieses kleine Hilfsmittel mal anschauen. So, ich habe jetzt alles ausgepackt, was noch im Karton enthalten war. Wir haben hier den Motorblock. Was wunderbar ist, hier schön aus Edelstahl, hier eine schöne Belüftung auch, kann schön belüftet werden das Ganze und ist auch schön massiv, fällt also nicht gleich vom Tisch und ja, ist wirklich hier ein sehr schönes Motorblockteil. Dann haben wir hier den Saftbehälter, der ist komplett aus Edelstahl, kommt also der Saft auch nicht mit Plastik in Berührung. Wir setzen den Saftbehälter jetzt hier drauf, so, sitzt also schön fest, kann also nichts passieren. Dann haben wir jetzt hier das Sieb, ein feines Sieb, hier unten ist die Dichtung drinne. Das dichtet also das Ganze ab zum Motorblock hin nach unten. Dann nehmen wir den Siebabstreifer. Der streift also hier am Sieb entlang, damit das Sieb nicht so schnell verstopft. Das setzen wir zusammen. Das sollte sich dann hier so drehen. Dann haben wir hier einen roten Punkt. Und wir haben hier auf dem Behälter auch einen roten Punkt. Und dann müssen die beiden roten Punkte sich gegenüberstehen. Ja, dann hakt das hier auch so ein, dann kann man es nicht mehr bewegen. Wir haben hier eine sehr massive Schnecke, ganz massiv, damit hier auch die ganzen Bestandteile schön zerrieben und zermahlen werden können. Die Schnecke einfach hier reinsetzen. Und jetzt haben wir hier den Trichter mit einer schönen großen Einfüllöffnung. Da könnt ihr dann hier auch wirklich schön große Äpfel, große Orangen, Zitronen einfach reintun. Und hier habt ihr nochmal eine kleine Öffnung. Hier könnt ihr also zum Beispiel Stangensellerie oder Karotten reintun. Genau, und hier haben wir auch nochmal einen roten Punkt drauf. Und der rote Punkt muss auch wieder mit diesen roten Punkten hier übereinstimmen, was jetzt der Fall ist. Dann dreht ihr einfach den Trichter und dann hakt das hier ein, geht es nicht weiter, hakt das ein und dann steht das ganze Gerät. Wir haben jetzt dann hier noch den Stößel, den könnt ihr auch benutzen, den könnt ihr oben reinpacken, einfach wenn ihr was nachstopft, wenn ihr was hängen bleibt, einfach nachdrücken mit dem Stößel. Hier haben wir den Prästerbehälter, ihr könnt ja hier mit 24 Stunden sozusagen Saft, also gerade für Saftbars wunderbar, deswegen braucht man hier auch einen großen Trästerbehälter, wo der Träster reinfällt, den können wir da einfach hier reinstellen. Und dann haben wir hier einen Saftbehälter mit 1,4 Liter Fassungsvermögen, also fast 1,5 Liter, den können wir dann einfach hier so drunter stellen, kann dann der Saft reinlaufen. Hier haben wir die zwei Bürsten. Einmal hier für diese Öffnung, für die Saftöffnung, kann man schön sauber machen. Und hier kann man nochmal das Sieb nachbürsten. Hier haben wir noch fürs Sieb zum Saubermachen. Damit kann man dann das Sieb wunderbar sauber machen. Und zu guter Letzt haben wir noch hier dieses Werkzeug. Wenn ihr so sehr viel Leafy Greens macht, also viel faserhaltige Produkte habt, kann es sein, dass sich hier oben der Deckel vielleicht, dass der ein bisschen fester ist. Und wenn man den dann wieder aufmachen will, dann setzt man das hier einfach an. Und dann kann man das ganz leicht, seht ihr, hier wieder aufmachen. So, wir haben das Gerät jetzt hier komplett zusammengebaut. Sieht wirklich edel aus, steht jetzt hier in voller Pracht. Wir haben Edelstahl-Saftbehälter, Edelstahl-Motorblock, was ich gut finde, sind hier diese kleinen Schlitze hinten und vorne. Das ist nochmal eine aktive Kühlung. Also alle anderen Geräte sind mit passiver Kühlung. Das heißt, irgendwann schaltet sich das Gerät automatisch ab, wenn es zu heiß wird. Hier kann man deswegen auch 24 Stunden mit entsaften, weil man hat hier eine aktive Kühlung dran. Das heißt, der wird aktiv gekühlt. Ein Ventilator kühlt den Motorblock automatisch runter. Wir wollen jetzt mal das Gerät anschalten, um zu schauen, wie laut der wirklich ist. Kann man sich ganz normal noch unterhalten. Man spürt ja sogar einen leichten Windzug. Kommt wirklich so ein Windzug raus aus diesen Schlitzen. Man hat auch einen Rückwärtsgang, falls man was verstopft. Ja, dann kann man den Rückwärtsgang einfach drücken und dann geht das Gerät wieder raus. Man hat auch hier wieder eine Kindersicherung dran. Kann nichts passieren. Muss man aufmachen. Hier passt keine Hand oben rein. Ist also auch alles Safety, das ganze Gerät. Wir haben hier eine große Einfüllöffnung. Da kann man dann die Äpfel reintun, die Orangen reintun. Hier über die kleine Einfüllöffnung kann man dann halt Stangensellerie, kleinere Karotten, kann man alles als Ganzes reintun. Ihr müsst also nichts mehr schnippeln. Wie gesagt, ein ganz großes Plus ist, dass ihr wirklich damit auch eine Stunde entsaften könnt, zwei Stunden entsaften könnt. Wer so gerade ein bisschen mehr trinken will, wer eine Saftkur macht, wer eine Fastenkur macht, wer
vielleicht gesundheitstechnisch 2 bis 3 Liter am Tag trinken muss, für den ist das Gerät hier wirklich super. Auch diese Optik gefällt mir sehr gut. Alles aus Edelstahl ist meiner Meinung nach mit das beste Gerät hier von Qwings. Natürlich ein bisschen teurer als die anderen Geräte. Das soll es jetzt gewesen sein mit dem Video. Wie gesagt, mir gefällt das Gerät wirklich gut. Gerade die Edelstahlkomponente gefällt mir an dem Gerät. Wir haben hier einen langsam drehenden Safter mit wenig Sauerstoffeinwirbelung. Nährstoffe bleiben halt auch hier wieder wunderbar erhalten bei diesem Gerät. Also nicht so wie bei einer Zentrifuge, wo durch die Sauerstoffeinwirbelung einfach Nährstoffe verloren gehen. Wer von euch den Rabattcode C10 benutzt, der bekommt hier nochmal 10% Rabatt auf das Gerät. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, die Glocke aktivieren würdet, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Denn es werden weitere Videos kommen. Wir werden jetzt auch Vergleiche mit diesem Gerät machen, auch mit anderen Qwings-Geräten, mit anderen Marken, mit anderen Modellen. Dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und bis bald, sagt euch der Bastian von slowjuice.de und tschüss.